Und Off-White-Pullover. Ja. Ist der echt? Nee, der ist fake. Okay. Habe ich mir schon fast gedacht, ja, weil wegen dem Off da oben. Aber warum trägst du Fakes? Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, für euch ist es ein neues Video, für uns ist der gleiche Tag auf Leon angelehnt, gleiches Outfit, an einem Tag zwei Videos abstauben, warum auch nicht? Wir drehen eine weitere Ausgabe, ich weiß noch nicht mal, ob die das Format gefeiert haben. Eine weitere Ausgabe von Was trägt Wien, was hat Wien an? Das weiß ich immer noch nicht, Freunde. Aber ich hoffe, ihr habt es gefeiert, sonst würden wir es ja nicht posten. Wir sind wieder auf der Straße unterwegs und suchen uns extravagante, coole Outfits raus. Marken sind so ein bisschen im Hintergrund, einfach die Gesamtkonstellation eines Outfits steht im Vordergrund. Sehr, sehr coole Fits am Start, haben wir im letzten Video schon gezeigt. Und übrigens, wer mehr auf so cleane Geschichten Bock hat, die man auch inside out tragen kann, mit dem gemütlichsten und nicesten Stoff, ohne Spaß, ich trage fast nur mehr das, der muss am 25. Juni warten, denn da kommt MEM Tabula Rasa. So, genug Plug, wir schauen rein. Da schon der nächste krasse Typ am Start mit den Rick Owens Boots. Wild, wild, wild. Also Freunde, let's go. Schauen wir, was im ersten los ist. Ja, im ersten, ich sag's dir ganz ehrlich, schaut's heute ein bisschen mager aus. Da findest du irgendwie nur die Leute, die es verarschen kannst, wenn es das noch erfundenen Modemarken fragst. Aber wenn du coole Outfits finden willst, bist du falsch anscheinend heute. So, Freunde, wir haben die nächsten Jungs gefunden mit sehr, sehr coolen Outfits, wie ich finde. Zuerst mal, wie heißt du? Lukas. Lukas, und du bist der? Valentin. Servus. Valentin, sehr coole Haare auf jeden Fall. Danke. Hast du aber gefärbt, oder? In blond? Ja, ja. Okay. Ohrringel dazu, auf entspannt. Und die Avirex Jacke, die ist absolut wild. Ja, die ist krank. Die ist von meinem Dad aus New York. Und der hat sie in den 80er, 90ern gekauft und ich habe sie im abgeluchst. Sehr nice. Das heißt, 30 Jahre knapp ist die schon alt. Ja, ja, ja. Und die hält auch sehr gut warm wahrscheinlich, gell? Ja, sicher, sicher. Ja. Ist ein bisschen dicker, schwerer, aber das Leder schon ein bisschen ab. Ja, heute jetzt im Wetter ist richtig Arsch. Also von daher perfekt eigentlich. Dann schlichter schwarzer Hoodie drunter. Oder ist das irgendeiner? Kennt man den? Einfach nur Basic. Ist einfach Basic. Okay, Black, chillig. Dann Straight Leg Pants dazu. Ja, easy. Und die Jordan Flat Nostalgia Turbo Green. Ah. So ein bisschen die Farbe nochmal mitgenommen, vielleicht ja, so leicht easy auf den Patch abgestimmt. War das beabsichtigt? Nein, nicht ganz mit dem Patch, aber ich liebe die Schuhe einfach. Ja, die ja, du rockst die auch, gell? Rock, ja. Sieht man vielleicht ein bisschen abgenutzt, aber gehört dazu, ich kaufe mir Schuhe safe nicht, um sie Schuhe sind zum Tragen da, oder? Nicht zum Anschauen. Sehr, sehr cooler Fit, gefällt mir gut. Ringe hast du auch noch am Start. Bicolor sehen wir da wieder mal. Viele mixen ja Silber mit Gold. Ich finde es nice, manche mögen es nicht so, aber... Ja, ich finde, warum nicht? Einfach, ja, das halt Mode hat keine Grenzen. So ist es. So ist es. Na, sehr cooler Style. Die Ringe, wo hast du die her? Die habe ich einfach online verlinkt am Start. Okay. Also jetzt nicht echt Gold, sind ja einfach aufgechillt. Easy. Ja. Cool. Easy. Du hast auch ein cooles Outfit. Du eher so auf Marke fast schon unterwegs mit den Ambush. Genau, aber Dunks. Spontan eigentlich immer, wie ich, was ich anziehe, was ich kombiniere. So. Ja. Sind die Dunks, Ambush Dunks, gell? Genau, ja, ja. Okay, die, für wie viel hast du die geholt? Für 500, glaube ich. 500. Ja. Bist du zufrieden damit? Ja, sehr. Ja. Sehr gut. Was hast du da für ein Hoodie? Das Loose Made, das ist so eine französische Marke, sehr unbekannt ja eigentlich. Ja. Und ja, habe ich auf Insta, kenne ich von Insta, finde ich sehr geil eigentlich, deswegen. Bist du mit dem Stoff zufrieden? Er schaut eher low aus, ein bisschen. Ja, es geht eigentlich. Für das, dass ich mich gekauft habe, schon gut überpasst. Ja. Kette dazu, ist das diese Justin-Kette? Ich glaube, ja. Ja. Fix habe ich auch. Okay, aber war die nicht glänzend eigentlich? Kein Plan, ich habe die schon sehr oft gerockt. Okay, okay. Aber war sie anfangs schon schön. Ja, ist halt ein bisschen runtergegangen, die Legierung. Genau, genau, genau. Okay, okay. Gut, Straight-Leg-Pants dazu. Was ich auch cool finde, ist die Kette. Habe ich mir jetzt auch kurz so für das Geldbörsel. Das Skate-Vibes ein bisschen mit find drin. Geil, ja. Also Skate-Vibes allgemein, so ja, euer Fall ja, ein bisschen. Ja. Skatet ihr auch, oder? Nein. Okay, nur für den Flex, oder? Ja, ja. Ja, Reiter. Früher viel, aber heute gar nichts mehr. Ja, sehr cooler Style. Cap noch Cap dazu? Cap von uns, wir machen auch jetzt so eine Modemarke starten. Modemarke. Ballern heißt die. Nein, nein, Heile Dictive heißt unsere Marke, das ist eine Cap halt von uns. Okay, so im Sinne von, kann willst zahlen gehen? Kann man so oder so sehen. Wie kann man es leicht noch sehen? Nein, man kann es genauso sehen. Ja. Zahlt sie auch, oder? Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so überraschen. Okay. Sehr coole Fits, Jungs. Danke, dass ihr Bock drauf hattet. Gell? Macht so weiter, finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr nice. Represent. Perfekt, taugt mir. Wünsche ich noch einen schönen Tag. Gell? Macht es gut. Danke vielmals nochmal. Gell? Na sicher, Max. Trinkst schon wieder Limonade, gell? Morgen einen Kater haben. Palm Angels. Have you heard of this brand before? Never. Okay. Yeah, it's like, it's a bit... I love that. You love it? Nails. Yeah, yeah, I do the nails as well. Right, right. You like by it? Yourself or yeah, something? Do it by myself. Good. I'm getting better. It's always a bit hard. You lost one. Me too. Yeah. I lost one. You lost one too. Yeah. It's getting better because it's very hard for me to make it on the right side. Yeah, me too. Yeah, because I'm more like right-handed. Yeah, yeah. Markus, he's my assistant. Yeah.
Nice boy, yeah? Nice boy, you like him? Yeah, he has so handsome eyes, you should know? Should I get his number for you? No, absolutely not, because he is a little bit too young. Otherwise, if you want a mother or grandmother, it would be great. A sugar mommy, maybe? Yeah, no, please, mother or grandmother. Sugar, it's a little bit too salty. But you're too young for a grandmother. No, I am 66. Really? Yeah, absolutely. I thought you like more than... Yeah, don't think. I like your outfit. We're talking about outfits. Yeah. And I really like it because you combined the colors very nice. I love it. Actually, the shoes, I've never seen them before. Yeah. Where do you get it from? Prada. Prada, okay. These are Pradas. Yeah. Can I ask you how much paid for them? I don't remember because when you love, you don't You don't look for the price. You don't remember. Quality remains when price is forgotten, I always say. Yeah, absolutely. Right. I love the pants. Yeah, this is from Zara. From Zara, okay, yeah. Okay. Yeah. And from this year. Yeah, and you combined it with the sweater, the knit. My sweater is an old one. It's a cashmere one. Yeah, cashmere. Okay, yeah, can I touch it? Yeah, it's okay. Very soft. Very, yeah. Very soft. And it's from France. I don't remember the brand. I think your dog just barked. Just telling, let's go, babe. Okay, I see. And I like the butterfly. Yeah. You put it on there? This is a 25 euro. Okay. Okay, so and I bought it in a shop here in Vienna. Okay, you remember the prices of cheap things, but not the prices of expensive things. Yeah, I prefer not to remember. Okay, I see. My banker reminded. The banker remembers. Okay, I see. I love the coat. Okay, the coat is also a Zara one. Okay. Mm-hmm. From 1 or 2 years ago. Mm-hmm. Right? Yeah, it matches perfectly, I think. Absolutely. I try to. Yeah, and can I see the bag? A Chanel bag. Yeah, always. You have to try to have beautiful, I think so, at least. Mm-hmm. Jerry yeah. has to be handsome. Yeah. And these are for you buy once in your life, you know? Yeah. And you will give it to your daughter. Okay. I see. So you buy it. Yeah. Okay. And the Chanel bags and the jewelry you have for a long time and you gift it to. Absolutely. It looks great. I love your outfit. Okay. Thank you very much so for your time. Much. And just to tell you that here in Vienna, there is a lot of women that loves the fact to be handsome as possible. And this is a fact that I have noticed here. Mm-hmm. And in Paris, no way. You're from Paris? Yeah. Ah, okay. In Paris, no way. It changes a lot. Yeah. You have to go to Italy to find this sort of life of women that they try to have some fashion tips and so on. This is, I noticed it and I was a little bit surprised that there we have this. It's like a little bit a piece of Italy. Okay, so I am half Italian, so I can tell you this. So Viennese women over Paris women. Yeah, I cannot say that because it's a little bit too strong. Yeah. But obviously here, if you try to be nice and you are not, they have not the meaning of to be overdressed. Yeah. You can be a little bit overdressed and it's okay. Okay, in I see Paris, your point. It's a little bit different. If you are a little bit overdressed, you are. You know? Yeah, I see. Thank you very much for your time. Nice day. Take nice care. Day. Nice night. Yes, maybe. We'll see. Ciao. Goodbye. Ja, cooles Outfit, oder? Jetzt haben wir auch einmal eine ältere Person drin. Gilt fast, oder? Ich weiß nicht, ob meine Englischkenntnisse flöten gehen, wenn ich das Format von Maren klaue, aber die Hälfte habe ich, glaube ich, nicht checkt. Ist ja wurscht. Outfit hat passt. So, Freunde, wir stehen jetzt bei dem... Klausi. Servus, Klausi. Hallo. Witziges Outfit, muss ich sagen. Mit den Ohren dazu, was hast du da überlegt? Ja, die habe ich eigentlich von deiner Freundin genommen. Ja, die einfach mitgehen genau, lassen. Ja. Okay, und die trägst du einfach so, weil es witzig ist, oder? Ja. Ja. Schaut die lustig aus, muss man sagen. Da sind noch so Schleifen dran, gell? Ja. Sind das so Katzenohren? Ja. Okay. Letztens hatte ich auch einen Blumentopf auf. Ah, wirklich? Ja, ja. Okay, also ganz crazy. Ja. Okay, vom restlichen Outfit aber schon eher so trendy, wie man es kennt. Baggy-Hosen, das sind, glaube ich, Air Force, oder? Ja. Okay, sind das irgendwelche Specials? Weil ich sehe da so eine silberne Plakette dran. Ah, das sind diese NBA-Geschichten. Genau, ja. Die rockst du, oder? Die trägst du gern? Ja. Ja. Das sind auch meine einzigen Schuhe. Du hast nur ein paar Schuhe? Ja. Krank, okay. Nice. Das heißt, egal zu welchem Anlass, wenn du es dann Anzug anziehst, dann gehst du auch mit denen? Ja, dann habe ich schon andere Schuhe. Ah, also doch nicht deine einzigen. Ja. Okay, aber Schlapfen hast du auch noch, oder? Ja, für den Garten. Ja, also doch nicht deine einzigen Schuhe. Okay, die Jeans, wo hast du die her? Von einem Skatershop. Von einem Skatershop. Was sind das für welche?
ganz normale. Okay. Und Off-White Pullover. Ja. Ist der echt? Nee, der ist fake. Okay. habe ich mir schon fast gedacht, ja, weil wegen dem Off da oben. Aber warum trägst du Fakes? Ganz offen gefragt. Ja, also der ist auch sehr angenehm, also ja, weil mir was gefällt. Wenn dir was gefällt, dann holst du es dir. Genau. Gibt's ja den Hoodie so eigentlich oder ist das? Den habe ich auch von deinem Freund. Hast du auch von einem Kunden bekommen? Wir drehen gerade ein Video. Oh, sorry. Alles gut, alles gut. Was er so trägt, drehen wir gerade. Alter, was? Wie findest du dein Outfit wert? Ja, nicht ganz, aber wie findest du sein Outfit so? Ja, schon sehr lit. Vor allem die Ohren. Vor allem die Ohren, die können es, gell? Ganz schön sexy. Rucksack, was hast du da noch so am Start? Ja, ein Lacoste-Rucksack. Ein Lacoste-Rucksack? Ja, ja. Okay. Ja, nice. Schmuck hast du auch noch? Ja, das ist ein Ring und eine Uhr. Ah, was hast du für eine Uhr? Von Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Und David muss seine Kette. Ein Delfin. Einen Delfin? Magst du ja Delfine? Ja, habe ich von Ägypten. Von Ägypten? Ja. Hast du einen Delfin auch gesehen? Nein. Okay, Delfine sind schwule Haie. Hast du das schon mal gehört? Ja. Ja. Wie stehst du dazu? Ob ich schwul bin? Nein. Also. Wir grenzen da keine Delfine aus. Ja, ja, du Off-White-Hoodie, der taugt da. Bist zufrieden damit? Ja, ja. Hast du auch schon mal überlegt, einen echten zu holen oder zu teuer einfach? Ja, das zahlt sich nicht aus. Kein Bock, so viel auszugeben, ja, oder? Ja, aber finde ich trotzdem ganz nice. Hinten nochmal Backprinting, oder? Ja. Mit Off-White? Da. Okay, das Cross nochmal an den Start. Ja, genau. Entspannter Fit, die Ohren sind witzig, mach bitte unbedingt weiter so, wir lieben extravagante Fits. Passt, Klausi, danke fürs Mitmachen. Schönen Abend wünsche ich dir noch, gell? Ja, sauft euch ordentlich an, danke, und vielleicht rennen wir uns nochmal über den Weg. Ja, super, ciao. Danke dir, ciao, servus. Dunkel wird es auch schon, jetzt wird es Zeit zum nach Hause gehen. Freunde, wenn euch das Video trotzdem gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr noch nicht. Wenn ihr noch nicht habt, ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und nicht vergessen, bald MEM Tabula Rasa. Ja, nicht vergessen. In diesem Sinne, das war's von mir. Euer Maximilian.